Hi Leute, wir wollen euch heute mal was über den Kniebeugeurlaub erzählen. Der Max und ich haben die ganze letzte Woche den Kniebeugeurlaub gemacht von Wolfgang Unselt von Ipsi. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Mega geiler Personal Trainer mit mega geilen Ansätzen. Und unter dem Video findet ihr auch den Link zu dem eigentlichen Kniebeugeurlaub, wie der Wolfgang den macht. Was ist der Kniebeugeurlaub, Max? Ja, ganz interessant eigentlich. Also wir haben angefangen, haben uns das durchgelesen, den Artikel, und dachten, komm, machen wir auch mal. Jetzt war es bei uns natürlich schwierig, dass wir auch arbeiten, das so hinzubekommen, wie es tatsächlich auch erklärt wird. Da heißt es, man soll dreimal am Tag die Kniebeuge machen. Für uns schwierig durch die Arbeitszeiten, deswegen haben wir das ein bisschen modifiziert. Haben es euch auch mal ein bisschen aufgeschrieben, um einfach mal euch näher zu bringen, was haben wir trainiert, was haben wir für Erfahrungen gemacht und wie haben uns im Endeffekt damit gefühlt jetzt. Also, ja. Genau. Die linke Seite ist das Training, was ich gemacht habe. Wie gesagt, in dem Artikel von Wolfgang ist es so, dass 6 Tage lang dreimal am Tag gebeugt wird. Also wirklich morgens, mittags, abends und jede Einheit komplett ans Limit. Das ging bei uns halt leider zeitlich nicht. Ich konnte erst mittags anfangen zu beugen und habe mittags und abends gebeugt. Das ist mein Part, der linke Part, mit 2 Einheiten am Tag. Der Max hat noch weniger Zeit als ich und hat nur einmal am Tag gebeugt rechts, aber dafür im Prinzip genauso intensiv, also diese eine Einheit wirklich richtig durchgeschrubbt. Das heißt, wir mussten ein bisschen hingehen und mussten diesen ganzen Kniebeugeurlaub, den ursprünglichen vom Wolfgang, einfach so ein bisschen abändern und so ein bisschen umbasteln, wie er auf uns passt. Und das ist im Prinzip dabei rausgekommen. Leider muss ich sagen, wir haben keinen richtigen Track unserer Performance von der Woche vorher oder von der quasi letzten Trainingseinheit vor dem Kniebeugeurlaub, weil wir, wenn ich ganz ehrlich sein soll, wir haben gedacht, entweder hören wir nach 2 Tagen auf, weil wenn du einfach 4-mal richtig schwer gebeugt hast in 2 Tagen, wie willst du am 3. Tag dann noch weiter beugen? Also das war so der Ursprungsgedanke. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, okay, wir machen 1-2 Tage und dann wird es so krass, die Beine werden so zerschossen sein, dass du im Prinzip überhaupt nicht mehr aufstehen kannst. Oder wir haben halt gedacht, na gut, vielleicht bringt es auch einfach gar nichts. Deswegen, wir wollten sagen, wir probieren es erstmal und dann schauen wir, was bei rauskommt so ungefähr. Und letztendlich ist es so gewesen, dass das Ding explodiert ist. Also ja, deswegen stehen wir im Endeffekt. Weil wir euch das erklären wollen, wie geil ist Kniebeugeurlaub. Ja. Ich erkläre einfach mal kurz meine Intensitäten. Was habe ich gemacht? Ich habe angefangen am ersten Tag, sieht man hier, Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Intervalle einfach. Am ersten Tag habe ich 10 Sätze mit 10 Wiederholungen gemacht. Hier sieht man, ich habe angefangen mit 60 Kilo, habe dann in 10 Kilo Schritten oder 5 Kilo Schritten gesteigert bis hin zu 105. Das heißt, der erste Satz war 10 Wiederholungen mit 60 Kilo und der letzte habe ich aufgehört mit 105. Wenn man dann mal weitergeht, Tag 2 bin ich übergegangen in 6x6, was auch anspruchsvoll ist, weil man natürlich die Last erhöht. Also auch hier wieder mit 60 angefangen, weil man sich natürlich ein bisschen reinfinden will. Und dann letzten Endes bis 130, 6 Wiederholungen. Und wenn man hier weiter guckt, also wir haben uns ordentlich gesteigert, nicht nur ich, auch der David. Hier 10er, was war gestern mein Highlight mit 120, 10 Wiederholungen war nicht ohne, aber gut machbar. 6x6 mein Highlight bis 150 schon, war für mich selber ein Erfolg, weil ich lange nicht mehr Kniebeuge gemacht habe. Und dann, ja, stark jetzt. Also. Ja. Also auf jeden Fall, ihr seht es schon bei Max, wichtig ist bei diesen Gewichtsintervallen, die ihr in den einzelnen Einheiten drin habt, das ist jetzt ein relativ großer Gap von 60 bis 130. Das macht der Max deswegen, weil er die ersten 1-2 Sätze eigentlich nutzt, um so ein bisschen reinzukommen. Besser wäre zum Beispiel, oder was wir euch als Empfehlung geben, da ein bisschen kürzeren Split einfach zu nehmen. In Wolfgangs Artikel steht es auch drin, 70% ungefähr sollte so der Gap sein. Also von der letzten Wiederholung, die ihr anpeilt, geht ihr ungefähr 70% runter und teilt dann in ungefähr gleichen Verhältnissen eure Intervalle ein, wie ihr das machen wollt. Ja, bei mir ist es so gewesen, ich muss dazu sagen, das letzte, was ich als Kniebeuge-Track habe von mir so, ist gewesen von ungefähr vor 3 Wochen. Ich habe länger nicht richtig schwer gebeugt, habe viel anderes Zeug gemacht und habe dann mal vor 3 Wochen ungefähr 150 hinten gebeugt, einmal, relativ in Ordnung und beim zweiten Mal hinten weggeschmissen. Also relativ erbärmliche Performance. Und so bin ich im Prinzip in den Kniebeugeurlaub reingegangen. Also das war so der letzte Stand, mehr oder weniger. Ich habe dann, wie gesagt, 2 Einheiten am Tag gemacht. Ich habe das ein bisschen mehr durchvariiert als der Max. Achso, wichtig da oben, 5 Sekunden, 3 Sekunden, das habe ich nur noch mal hingeschrieben. Wichtig ist, dass ihr bei den verschiedenen Intervallen
immer richtig langsam runtergeht. Wir haben es so gemacht, dass wir bei den weniger hohen Frequenzen, bei 6x4 zum Beispiel, wirklich in 5 Sekunden runtergegangen sind, also ganz, ganz langsam und dann explosiv raus. Bei den höheren Intervallen 10x10 sind wir in 3 Sekunden runtergegangen, also auch immer noch relativ langsam. 1, 2, 3 und wieder raus. Ich habe angefangen mit 10x3, das war meine erste Einheit, habe ich Dreiersätze gemacht von 100 bis 140 in relativ gleichen Intervallen, ich glaube 5er Steigerung oder ungefähr. Dann abends, montagsabends, 60 bis 95 im 10x10 und so weiter. Dann habe ich hier eingebaut 4x10 bis 12. Das sind quasi 4x Max-Versuche gewesen, soweit man gekommen ist. Da habe ich 70, 80 beides 12x gebeugt, 90 habe ich 11x gebeugt und 100 habe ich 9x gebeugt. Ja, dann 6x4, 10x3 und so weiter. Was ihr natürlich seht an dieser Sache, das ist das, was bei Max im Endeffekt auch rausgekommen ist. Also wir waren gestern wirklich überrascht. Am ersten Tag 10x10, 60 bis 95, 5 Tage später 10x10, 70 bis 115. Also dieser Unterschied zwischen 95 und 115 bei 10er Sätzen ist natürlich enorm. Also der 95er war richtig sacke anstrengend, der 10er Satz. Der 115er war auch knackig, aber ich würde sagen, aus dem subjektiven Gefühl raus, war der 115er nicht so krass wie der 95er 5 Tage vorher. Also das ist wirklich eine Explosion. Wir schauen jetzt mal, heute wollen wir beide 6x6 machen, da werden wir euch gleich ein bisschen mitnehmen. Schauen einfach mal, wo es hingeht bei 6x6. Aber auch zum Beispiel hier an Tag 5, diesen 8x3, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen habe ich den 150er hinten einmal gebeugt und dann weggeschmissen. Und gestern habe ich mit 155 einen Dreier gebeugt, der wäre wahrscheinlich auch mit 160 gegangen. Also das ist wirklich, wirklich eine extrem krasse Sache. Ich glaube, das ist auch deine Erfahrung, Max. Ja, das Witzige ist einfach, am Tag 1 denkt man natürlich, oh, 10x10 ist schon Grenze mit 105. Und wenn man dann einfach mal schaut, wie man sich in ein paar Tagen entwickeln kann, man merkt einfach, der Muskeltonus steigt, die Masse nimmt wieder ein bisschen zu, aufgrund der Wiederholungen auch. Und das Körpergefühl würde ich auch nicht außer Acht lassen. Also am Tag 1 merkt man danach, ach Mist, scheiß Muskelkater in den Beinen. Tag 2 wird es ein bisschen verstärkt und bei mir war es auch, glaube ich, beim David so, Tag 3, der Muskelkater fast verflogen, aber du hast eine Gesamtmüdigkeit. Du bist einfach am Arsch. Ja, ja. Also da man merkt man sich nichts vorzumachen, man ist am Arsch. Ja. Du brauchst doch nicht zu denken, dass du einen Kniebeugeurlaub machst und dann sagst, ja, ich baller vielleicht noch ein Workout dazu oder sowas oder mach noch ein bisschen was nebenbei in Richtung Bankdrücken oder andere Kraftübungen oder Dips oder so. Wir haben dann mal an einem Tag, ich glaube, Tag 3 oder Tag 4 haben wir dann gesagt, ey, komm, wir haben jetzt ja nur gebeugt, lass noch ein paar Dips machen. Ja, machst du keinen Dip mehr. Also da haben wir sofort wieder abgebrochen. Also wenn ihr das wirklich so schrubbt, dass ihr die Einheiten voll bis ans Limit zieht und euch wirklich die Lichter ausschießt, dann macht ihr gar nichts mehr. Also bei mir ist es so gewesen, ich bin jetzt seit 5 Tagen komplett am Arsch. Also ich bin wirklich ausgelaugt, ich falle abends ins Bett, bin tot, liege nicht noch 2 Stunden im Bett und denke, wann kann ich einpennen, sondern ich bin einfach ganz Körper am Arsch, wenn ich das so sagen kann. Also absolut. Ich glaube bei dir auch. Aber die Beine sind relativ frisch, also das ist echt irgendwie ist es komisch, ihr müsst es auf jeden Was Fall Was motivierend ist auch für mich, man merkt einfach, man wird stärker, schon innerhalb der Tage. Man ist zwar müde, aber während der Ausführung, während der Sätze, die du dann wirklich machst, du fühlst dich motiviert, weil du merkst, du wirst stärker. Und das ist auch der Antrieb, wieso wir sagen, ey, das ziehen wir jetzt voll durch. Und wollen auch euch nächste Woche, wenn wir das absolviert haben, heute und morgen sind die letzten Einheiten, wollen wir am Mittwoch auf jeden Fall mal testen, was ist unser Max? Wie hoch können wir jetzt gehen nach diesem Kniebeugeurlaub? Und was hat er uns im Endeffekt gebracht? Ja. Wichtig ist noch dazu, ihr müsst fressen. Wirklich. Kauft euch tonnenweise Essen vor dem Kniebeugeurlaub und esst einfach alles in euch rein, was geht. Ich habe zusätzlich eine Kreatinkur gemacht, eine Foodspring-Kreatinkur zum Kniebeugeurlaub und habe einfach nur gegessen. Trotzdem schlanker geworden. Trotzdem echt wirklich schlanker geworden, immer noch zu dick, aber schlanker geworden. Aber einfach wirklich brutalere Oberschenkel gekriegt, die sind gewachsen ohne Ende und das ist wirklich, wirklich geil, Leute. Macht's mal. Ich würde sagen, bevor wir jetzt nochmal in die richtige Kniebeuge reingehen und richtig die Sätze schruppen, zeigt der Max euch nochmal ganz, ganz schnell, wie eine Kniebeuge übrigens auszusehen hat, weil das ist auch noch so eine Sache. Wenn ihr noch keine Erfahrung habt, großartig in Kniebeugen, und so ein bisschen Erfahrung reicht eigentlich nicht. Also das ist wirklich eine Sache, da müsst ihr die Kniebeuge zu 100% beherrschen und ihr müsst richtig gut beugen und ihr müsst die entsprechende Rumpfmuskulatur haben, die entsprechende Beinmuskulatur haben. Macht das bitte nicht, wenn ihr seit 4 Wochen am Beugen seid, sondern wirklich, wenn ihr erfahren seid und wenn ihr vielleicht sogar Gewichtheber seid oder Powerlifter oder irgendwie in die Richtung, dann macht man den Kniebeugenurlaub. Wenn ihr da noch keine
Erfahrung habt, lasst es besser bleiben. Aber Empfehlenswert, sorry nochmal, auch für Crossfitter natürlich. Ich ja, meine, natürlich, klar. Sowieso. Unbedingt, weil Nebenerscheinung ist natürlich starke Beine, die man braucht, auch im Crossfit. Ja. Und viele meiden das Thema Beintraining gern mal, was man so mitbekommt. Und deswegen Empfehlung von uns, einfach zieht's durch. Zeigen wir mal, wie wir was machen. Richtig. Der Max zeigt euch eine Kniebeuge und danach fangen wir einfach mal an, unseren 6x6 zu machen. Genau, der ist heute hier auf dem Programm. 6x6. 6x6. Und dann schauen wir mal, wo die Reise heute hingeht. Bis gleich. Ja, servus. Jetzt sind wir bei den Kniebeugeständern angekommen. Jetzt wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wie für uns die richtige Kniebeuge aussieht, damit man so einen Kniebeugeurlaub auch gut durchführen kann, ganz einfach. Ich würde euch die Ausführung zeigen, würde dann kurz Schwerpunkte sagen, die wichtig sind, Kernpunkte, und dann legen wir mal los jetzt. Wichtig ist, dass die Hantel stabil auf dem Trapez liegt, damit sie nicht zu weit unten liegt. Stabil unten. Armführung wird auch oft diskutiert, haben wir auch schon ein paar Videos im Internet gesehen. Manche sagen, sie soll 90 Grad unten sein. Halte ich ehrlich gesagt nicht für sinnvoll, denn sobald es schwerer wird, ist es natürlich auch wichtig, dass man einen stabilen Griff hat. Deswegen, die Armführung sollte nicht zu weit oben sein, auch nicht zu weit vorne. Ein gesundes Mittelmaß schadet eigentlich niemandem. Dann kommen wir mal zum Stand. Für mich immer wichtig, ich muss stabil stehen und auf dem vollen Fuß. Das heißt, nicht auf den Zehenspitzen, nicht zu sehr auf den Fersen. Das heißt, ein bisschen Zehenspitzen nach außen, zwischen Hüft- und Schulterbreite. Und dann, wenn wir das Ganze mal von der Seite angucken, sieht es dann nämlich so aus, dass wir die Kniebeuge mit dem Gesäß einleiten, was aber nicht bedeutet, dass wir den Oberkörper einfach nach vorne hauen. Ich zeige es euch mal und dann guckt ihr mal, ob ihr einen Unterschied sehen könnt. Ja. Genau. Außerdem, worauf ich gerne immer noch hinweise, ist beim Runtergehen nicht die Knie nach vorne schieben. Viel wichtiger ist es, dass ihr die Knie nach außen nehmt. So hat nämlich die Hüfte mehr Spielraum und ihr könnt besser in die Kniebeuge runter und seid stabiler auch in der Hocke. Ja, das war für uns die Kniebeuge und ich hoffe, ihr könnt es genauso nachvollziehen zu Hause. Probiert es einfach mal. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Wir versuchen es zu beantworten. Oder kommt im besten Fall vorbei und macht einen Kniebeugeurlaub mit uns zusammen. Zieht durch und haut rein. Anyone. Action. Jackson. Action. Jackson. Action. Jackson. Action. Jackson. Action. Jackson. Action. Jackson. Action. Leute, eine Sache noch zum Thema Gürtel. Versucht alles ohne Gürtel zu machen. Immer. Vor allem im Training. Der Gürtel ist so eine Sache. Ich meine, es gibt Gewichtheber, die in richtig hohen Bereichen irgendwo sind, oder Powerlifter, die wirklich richtig abgehen, die schwören auf den Gürtel. Das ist das eine. Das sind auch viele persönliche Empfindungen. Rein trainingstechnisch macht ein Gürtel wirklich bei normalen Belastungen, bei normalem Training relativ wenig Sinn, weil ihr wollt die Rumpfmuskulatur stärken. Und der Gürtel verhindert es im Prinzip so ein bisschen. Aber jetzt bei diesem Kniebeugeurlaub haben der Max und ich beide einfach einen Gürtel dazu genommen, wenn es relativ schwer wird, so die letzten Sätze. Weil wir merken halt, wenn es auf den unteren Rücken anfängt zu klatschen, okay, wir nehmen einen Gürtel dazu, um da einfach nochmal ein bisschen mehr Stabilität zu haben. Aber normalerweise raten wir vom Gürtel beim Training ab. In so Ausnahmesituationen nehmt ihn ruhig dazu, um einfach den Rücken zu schonen. Da kriegt ihr noch mehr Druck auf die Beine, ohne dass der Rücken irgendwie darunter leiden muss. Alles klar, wir machen weiter. Anyone. Action. Jackson. Action.
Action, Jackson, Action, Jackson, Action, Jackson, Action, Jackson, Action, Jackson, Action, Jackson, Action, Action. Jackson. So Leute, sorry, wir sind noch ein bisschen außer Atem von dem letzten Satz eben. Ein bisschen ausgerastet eben. Ja. Also ich habe gemacht 6x6 von 90 bis 140. Wenn ihr das jetzt mal seht im Vergleich zum letzten 6x6 bis 130. Aber weil der 140er so geil ging, haben wir noch 145er hinten dran gehängt. Das heißt, also ich habe 7x6 gemacht, weil der 140er echt geil war. Da habe ich gesagt, komm, ich hau noch einen drauf. Bis 145. Also ihr seht hier auch wieder innerhalb von 2 Tagen, obwohl der 130er wirklich ekelhaft war, nochmal eine krasse Steigerung auf 145, also nochmal 15 Kilo gesteigert. Ihr seht, das ist wirklich geisteskrank geil, das Programm. Der Max? Ja, zeige ich selber mal ein bisschen. Ja, auch ich habe heute wieder ein bisschen Gas gegeben. Habe diesmal alles um 10 Kilo gesteigert. War das Ziel. Das heißt, mit 80 begonnen bis 160. Ja, war nicht leicht, aber ich kann Haken machen, hab's gepackt und auch hier, also ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Guckt euch mal die Steigerung. 160 heute, davor 150, mit 130 begonnen, 6er. Also. Und die 130 waren schwer. Also ja. Weißt, ist jetzt nicht so, dass wir hier ein bisschen low gemacht haben und dann um hinten irgendwas rauszukloppen, sondern das ist wirklich alles, jede einzelne Einheit wirklich bis ans Limit. Ja, sollte man auch wirklich betonen, das heißt, jeder Tag wird ausgeführt bis zur Schmerzgrenze. Das heißt, wenn ihr am Tag nicht 100% gegeben habt, dann haut noch was drauf, dass es wirklich 100% sind oder mehr. Wichtig ist, dass ihr wirklich jeden Tag ans Limit geht. Denn nur so könnt ihr Tag für Tag euer Limit ein bisschen höher setzen, was auch das Ziel sein sollte. Wir machen jetzt morgen nochmal ein 10x10. Wir machen heute nur eine Einheit, ich auch. Morgen eine Einheit, 10x10. Und dann schauen wir mal, wo das 10x10 hingeht. Wir nehmen uns mal vor, ich will eigentlich wirklich 125 machen morgen. Ja, am Mittwoch machen wir Max-Test, heute ist Samstag. Mittwoch machen wir Max-Test, 2 Tage Pause, Montag, Dienstag, Mittwoch-Test. Und dann schauen wir mal, was es gebracht hat unterm Strich. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwer aufzuhören, oder? Was sagst du? Weil, ich meine, wir merken natürlich, dass wir am Arsch sind, aber solange da wirklich Steigerungen zustande kommen, sind wir echt am Überlegen, weiterzumachen. Aber ich glaube, der Körper braucht dann einfach nach einer Woche intensiven Kniebeugens wirklich mal eine Pause. Also 2-3 Tage Pause, einmal Max-Test, nochmal ein paar Tage Pause. Ja, und dann machen wir vielleicht vorne weiter die Woche drauf. Ja, um auch eine kleine Referenz mal oder ein Gefühl dazu zu entwickeln, was es eigentlich heißt, so viele Kniebeuge zu machen. Wir haben es beim David gestern mal ausgerechnet, der hatte bis dato gestern, bis hier, an 5 Tagen, 51 Tonnen einfach bewegt. Und das ist halt eine Menge. Sieht man an den dicken Beinen. Und dicken Ranzen auch. Ja, also man sollte es auch nicht unterschätzen. Deswegen eine Woche Vollgas geben, ausruhen, dann Max-Test, um zu schauen, habe ich mich entwickelt, habe ich mich nicht entwickelt. Und dann also ich werde werd hier Ende der Woche irgendwo rauskommen bei wahrscheinlich 62 bis 63 Tonnen Volumen, was die Kniebeuge angeht. Das ist das ungefähre Gesamtvolumen von einem Almir Velakic, der 150 Kilo wiegt in der letzten Woche vor dem Wettkampf, was der insgesamt über die ganze Woche trainiert, natürlich mit ganz anderen Gewichten. Also das ist schon viel, ihr dürft es nicht unterschätzen. Deswegen, bisschen Regeneration, Max-Test, Pause und dann vielleicht das ganze Spiel von vorne, vorne. Ja, Max, geile Woche, geil durchgezogen. Morgen Vollgas. Leute, wir halten euch auf dem Laufenden, erklären euch was zum Max-Test, beziehungsweise zeigen euch den Max-Versuch am Mittwoch und dann schauen wir mal, wie wir weiter machen. Das wollten wir euch nur jetzt mal mit auf den Weg geben. Probiert's mal aus. Ciao. Ciao.